Morgen. Guten Morgen. Es ist ziemlich heiß, aber es geht. Karins Lieblingssatz die letzten Tage. Ja, es ist heiß. Nein. Mir ist verdammt heiß. Ich finde halt 30 Grad ist warm, aber nicht mega heiß. I want you to hold me. Want a taste of your love. Wanna be the one and only. Your light in the dark. Let me be your shadow. Wir sind mit der Fähre nach Kökçeada gefahren, die größte türkische Insel, und haben hier einen wunderschönen Schlafplatz gleich neben dem Meer gefunden. Wir waren schon 3 Nächte hier jetzt und es ist wirklich ein unglaublich schöner Schlafplatz. Da die Defender unter den Bäumen und da hinten ist schon das Meer. Also wirklich nicht weit weg, und wir sind jeden Tag öfter schwimmen gegangen, das ist so schön. Irgendwann sind auch Leute gekommen mit ihrem Auto und haben gegrillt, und einmal sind sie auch über Nacht geblieben und die waren jedes Mal so freundlich. Und heute haben sie uns sogar, während wir schwimmen waren, einfach einen Teller gebracht mit einer Auswahl an dem, was sie gegrillt haben. So lieb. Und sonst hatten wir einfach richtig schöne Tage mit Gabor und Jasmin, und es ist so schön, dass sie da sind. Die Zeit haben wir auch genutzt, um Wäsche zu waschen, und haben sie dann zwischen den Defendern aufgehängt. Und das war eigentlich so das Letzte, wo wir uns unsicher waren, ob wir das selber machen können. Aber natürlich kann man selber auch Wäsche waschen. Und jetzt sind wir wirklich ziemlich unabhängig. Jetzt wollen wir noch eine Nacht da bleiben und morgen früh fahren wir dann weiter. Das ist aufgeschraubt und das sieht so schön aus hier, weil alles noch so neu aussieht. Guten Morgen, wir haben zusammengepackt und von der anderen Gruppe, die auch hier übernachtet hat, ist gerade jemand gekommen und hat gefragt, ob wir vielleicht eine Pumpe haben, weil sie, glaube ich, einen Platten haben. Und wir werden jetzt zu ihnen fahren und schauen, ob wir helfen können. Und genau, sonst haben wir heute vor, noch Wasser aufzufüllen, einkaufen zu gehen und einen neuen schönen Schlafplatz zu finden. Hat geklappt. Voll gut, danke. Und die Insel da drüben ist Samothraki, eine griechische Insel. Und wir haben hier auch griechisches Netz, was voll praktisch ist, weil dann können wir noch unseren EU-Vertrag nutzen. Und wir können auch Wikipedia nutzen, weil das nämlich in der Türkei gesperrt ist. Und es ist schon wahnsinnig praktisch. Und ich glaube, das weiß man irgendwie erst zu schätzen, wenn es mal nicht funktioniert. Da haben wir auf einmal ein riesen Schlagloch gefunden. Das war noch nicht da, das haben wir jetzt aufgestellt. Aber das ist so groß, da passe ich bis zum Oberschenkel hinein. Und eben die Ränder bröckeln ab. Und ich glaube, ein normales Auto könnte da schon hineinfallen. Take me higher. And if we leave tonight, can we make it all the right? Solche Quellen haben wir in der Türkei schon ganz oft gesehen. Und das ist natürlich super praktisch, um das Wasser aufzufüllen. Und wir lassen es einfach durch den Filter rennen, dann haben wir keine Bedenken mehr und es passt alles. Man könnte es wahrscheinlich sonst auch trinken, aber ist halt nicht so sicher. Also für das Wasser auffüllen braucht man ca. 25 bis 30 Minuten für 100 Liter bei normalem Wasserdruck bei uns. Und wir lassen jetzt leider die ganze Zeit den Motor laufen, damit sich die Batterie lädt, weil die Insel so klein ist, dass wir nicht so viel fahren können, dass die Batterie wieder voll wird. Ja. Und wir eben kein Solar und kein externes haben. Aber ich finde, wir sind die letzten 4 Tage gestanden, das heißt, es ist in Ordnung, wenn wir jetzt 20 Minuten den Motor laufen lassen. Genau, und es ist, der Motor ist ja schon warm, also es ist schon, es ist nicht die allerschlimmsten Abgase. Halt einfach wie Stau. Heartless. I wanna be yours, I wanna be yours.
Kaufen wir so viel ein? Ja, wir waren gerade einkaufen und vor allem haben wir 14 verschiedene Obst- und Gemüsesorten genommen. Und der muss ja alles selber abwiegen. Und wir haben sie nicht in Plastiksacker gegeben oder sowas, sondern einfach in so einem Karton gelassen. Und der war eh voll super nett, aber so die Aufgabe für ihn jetzt alles extra abzuwiegen. Ja, aber 100 Euro trotzdem ausgegeben. Mhm. Was machen wir? Wir gehen jetzt essen. Ich habe jetzt von allem ein bisschen was genommen. Einmal alles. Da ist schon das Meer. Oh, schön. Ganz viele Bäume. Ja, das verspricht eine schöne Schlafplatz. Boah. Oh Gott. Es geht auch ganz weit links und rechts zur Strand. Ah, cool. Wir müssen nur, wow, wie schön. Wir müssen nur einen Schatten finden. Wow. Das da hinten ist wieder Samothraki. Ja, wir haben wieder griechisches Netz. Sehr geschlafen. Und hat gesagt, das sieht aus wie eine Werbung für Fruchtsaft oder so. Ich hab alle Früchte. Alle Früchte, ja. Die es nur für Kai gibt. Am Abend, wenn wir das Licht aufdrehen, haben wir so einen richtigen Zoo hier drinnen. Da ist die Motte und die Libelle nebeneinander. Und sonst, da links unten in der fettigen Pfanne, essen zwei Grashüpfer. Wenn man so viele Insekten im Auto hat, ist es natürlich auch praktisch, wenn man eine Spinne im Auto hat, die das Ganze... Ja, es hat sich gerade wieder eine Fliege gefangen.
wollten gerade das Dach zusammenklappen und abgesehen davon, dass da ein Grashüpfer ist, ein großer, der uns nicht mehr überrascht. Aber hier links hinten, wir sind da jetzt so lange auf dem Platz gestanden, dass einfach irgendetwas angefangen hat, hier Nester zu bauen. Und wie krass ist das? Ich meine, nicht nur, dass die Spinnennetze bauen, das ist ja okay, das passiert ja an einem Nachmittag, aber sowas. Ich habe es gerade kaputt gemacht und es sind so viele Babyspinnen drinnen. Das sind alles Spinnen. Alles solche Spinnen. Oh, oh mein Gott. Die sind alle in diese Spinnen. Ja. Oh. Gab und Jasmin sind schon vorgefahren. Wir haben noch Wäsche gewaschen bei so einer Quelle, die wir gefunden haben. Und die Jasmin, die Karin und ich gehen jetzt Scuba Diving, also tauchen. Das wollten wir schon lange machen. Und jetzt hat sich eigentlich sehr gut ergeben dann. Letztes Mal, wie viele Tauchgänge hast du? 8? Vor wie vielen Jahren? Ich war damals 12, glaube ich. Also vor 10 Jahren. Alles klar, Karin? Es war urkalt am Ende. Wir waren eine halbe Stunde alt, nur 5 Meter. Haben wir mal den Rochen gesehen, voll cool, aber leider nicht auf Kamera. Aber sonst ein paar coole Sachen, ja. Aber es war ja nicht gedacht, um jetzt irgendwas Tolles zu sehen oder so. Nein. Aber einfach, um mal reinzukommen. Wir sind jetzt schon fast 10 Tage auf der Insel. Der größte Supermarkt auf der Insel hat jetzt nicht so ein großes Sortiment. Wir sind schon oft an dem Migros vorbeigefahren, aber er war noch nie eröffnet. Aber sie haben ihn schon eingeräumt. Und jetzt ist er endlich eröffnet. Und für uns ist das einfach nur so, okay, cool, jetzt haben wir mehr Auswahl. Aber für die Leute auf der Insel muss das einfach so etwas, muss so ein neues Leben sein, weil es so viel mehr Produkte gibt als bisher. Man hat es einfach auf der Insel nicht bekommen. Und jetzt ist einfach ein großer neuer Supermarkt da. Das muss so toll sein für die Leute. Ein Frosteffekt. Das ist wirklich so. Ich habe wirklich keine Reibung. Weil es auf dem Dampfen, das ist. Wir hatten in der Türkei noch keine einzige Packung, bei der das funktioniert hat. Ja, schau mal, wie schnell das geht. Wow. Ja, ich glaube, wir können schon die Teller bereiten. Oh, schön.
Gabo und Jasmin waren jetzt insgesamt 3 Wochen bei uns, davon 2 auf Rückjada. Und die Zeit mit ihnen hat sich oft einfach zu persönlich angefühlt, um alles zu filmen. Und wir haben die meiste Zeit einfach gelesen, geredet, waren baden, haben gekocht, gegessen und einfach die Tage genossen. Und es war so eine schöne und intensive Zeit mit ihnen. Und jetzt machen wir gerade das letzte Mal das Dachzelt zu. Sie fahren dann wieder zurück und wir fahren wieder nach Istanbul, weil wir noch ein paar Sachen zu richten haben. Und werden aber eine filmfreie Zeit machen. Also wir werden das nicht filmen, wie wir nach Istanbul fahren. Und danach möchten wir nach Pamukkale, Kappadokien, Georgien. Und das werden wir natürlich wieder alles filmen. Aber wir brauchen einfach ein bisschen Zeit für uns. Dein und ich waren danach dann nochmal zu zweit tauchen. Und ich finde, wenn man gerne taucht, ist das schon ganz schön zum Ansehen. Und deswegen würde ich es einfach jetzt am Ende des Videos noch dranhängen. Okay, go. Okay, nice.